So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den nochmal dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Naya Debs, habe ich es mal genannt, gegen Burn. Ich bin mir nicht sicher, wie Debs-stylig das Deck wirklich ist. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Debs und Lands. Aber Naya Farm. Also so ein skurriler Mischhaufen. Also ein Reclaimer Lands, würde ich sagen. Es ist ganz, ganz weird, was da rumgeht. Kreucht und fleucht. Und auf der anderen Seite, klassisch, Burn. Jo. Lange nicht mehr gesehen. Burn haben wir echt lange nicht mehr gesehen, das stimmt. Bin lange nicht mehr am Schirm, jetzt kommt's wieder. Aber, genau. Reclaimer, 1-2 Reclaimer gegen Burn. Ja, der stirbt halt doch. Ja, wollte ich gerade sagen, der wird einfach umgehört. Das ist wie so eine Dryad Arbor Turn 1, ne? Jemand versucht's halt, aber der wird doch einfach umgebrannt. Ja. Hübsche Mountain aus Dominaria. Remastered? Nee, United, tatsächlich. Ja. Mit einem Lightning Bolt weggebracht. Yes, Bolt oder Lightning Bolt. Mhm. Stimmt nicht Beta. Nee, ich glaube, die 500 Euro will der Philipp nicht ausgeben. Naja, seine Foils waren mehr. Als es noch Foils waren. Da wäre Downgrade. Auf der anderen Seite natürlich auch die Varian Black Border Duels. Ja. Das sind Leute an diesem Tisch, die ihre Decks lieben, würde ich sagen. Ja, Philipp hat ein bisschen Liebe rausgenommen, dafür ein bisschen weniger Glitzer. Das finde ich okay. Wasteland, gute Karte gegen Burn. Ich wollte kurz sagen, kostet glaube ich genau einen Tag. Schlamer. Oh, das ist schon juicy, den trotzdem zu bolt. Ja, also jetzt Swift Spear und Bumm. Ja, einfach nur den Bolt. Da macht der Gegner vielleicht Wasteland auf sich selber. Um ihn zu überleben, also überleben zu lassen. Und da machst du so blablabla tot. Boah, kannst du auch. Ja. Aber das ist schon, ich glaube, das ist schon sehr gierig, wenn du damit versuchst, den Reclaimer so am Leben zu halten. Aber es ist halt krass, dass sie so früh rausgespielt wurden, tatsächlich. Ja, brauchst du halt. Ja. Also, Lance Debs Gedönsgedell wird jetzt wahrscheinlich keine Chalice spielen, um das abzuschalten. Nee, wahrscheinlich nicht. Wenn der schon selber die Reclaimer spielt. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr, sehr gering. Da kommt tatsächlich ein Spolt. Das, ja. Ich mag den Move. Ich finde den Move großartig. Ja, okay, du kannst ja jetzt immer noch einen Goblin Guide oder so dahin schmeißen. Ja, halt je nachdem, was der Gegner halt macht. Ja, ja, also ich würde jetzt halt langsam anfangen, Pressure aufzubauen, weil ansonsten... Wow. Er macht's wirklich. Uff. Krass. Boah, da würde ich direkt Bolt hinterher feuern. Wenn ich noch einen hätte. Irgendwas, was Schaden schießt hinterher. Irgendwas, ja. Was Schaden schießt. Dass das hier wirklich diese... Dass der so hoch gevalued wird. Also wenn jetzt... Oh, Goblin Guide. Und Swing. Und. Das ist Titania. Vielleicht hätte man auch den erst spielen sollen, angreifen sollen. Da hätte der Gegner geblockt und den Trick gemacht. So, haha, ich hab die outplayed. Ja. Aber das wäre wahrscheinlich nicht passiert. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ich meine, so ist der jetzt 3-4. Das ist ein. Trion. Yes, ein. Getappte Mangos-Modus. Ein Naya-Trion, glaube ich. Boah, ist das räudig. Naja, also wir sind noch nicht so weit im Spiel gekommen, tatsächlich. Also effektiv hat Burn gerade ein Wasteland gespielt. Ja, zwei. Ja. Zwei Wastelands für ein rotes Mana. Das würde ich spielen, das Ding. Stone Rain in ziemlich geil. Ja. Ja, Eidolon. Boah. Angreifen ist jetzt halt nicht mehr so. Je nachdem, wie viel Bolt. Belastet man dann. Na, das glaube ich eher weniger. Da ist auf jeden Fall noch ein. Flexstone. Ja, gut. Damit holt man halt die Länder wieder rein. Ja. Tanja wird auf die Hand genommen. Flexstone ist halt übel. Ja, ist halt schwierig, wenn du da halt. Was ist hinten ein Price? Ich glaube, ganz hinten war ein Price. Das kann sein. Dreimal. Yes. Vier Schaden, ne? Ja. Ja. Das Interessante dabei ist, erstens kriegt Burn ja selber zwei Schaden. Mhm. Dann können der Reclaimer-Mann könnte jetzt halt die Flexstones opfern und trotzdem noch die Steppe holen, die Schutz vor Rot gibt. Da hätte ich glaube, ja. Weil das ist eine Instant, Ebene, ich. Literally eine Ebene. Krass. Krass. Das ist nicht, wie dieses Deck funktionieren sollte. Und dann die Steppe für den Schutz. Wenn die nicht auf der Hand ist.
Ne, es sind zwei Forests auf der Hand, glaube ich. Boah, viele Basic Lands hat das Deck. Da sind immer noch Whiteboard oder Duels drin. Hat ein Budget-Spieler. Hat ein Budget-Spieler. Ich glaube, die sind mittlerweile nicht mehr drin. Ja, da kommt die Steppe. Noch ein Flex? Okay. Noch ein Flex, Stones, okay. Ja, wegen Titania. Ja, aber. Puh. Titania gibt dir ein Land wieder. Du kannst das Wasteland aus dem Friedhof nehmen. Ja, vor allem kannst du einfach die zweite. Du kannst auch auf die zweite Ding nehmen. Die zweite. Steppe. Ja, Legendary Mode. Ja. Dann Beat für 4. Ja, ist jetzt interessant. Ne? Also, naja, Debs kann da eigentlich nur gewinnen, indem der schnell genug Marit Lage mache. Oder danach sieht das aktuell nicht aus. Ja. Ja, es sieht halt auch für mich aktuell so eher so wie Naya Lands aus, nicht wie Naya Debs. Mhm. Aber. Oh. Naya Haufen. Das ist Punkt Marit Lage. Naya Haufen, Punkt Marit Lage. Boah. Die Library ist natürlich. Ja, der Goblin Guide war bis jetzt schon immer gut. Also in so Land-heavy Deck nicht einmal Land aufzudecken. Ja, das ist stimmt. Stimmt. Das ist schon einmal gut. Non-Land, ja. Das tut auf jeden Fall gut. Was ist das? Price? Ich meine immer noch, da wäre ein Price. Ja, der Price, der kann halt scheppern. Jo. Ja, das ist der Price. Der macht mindestens 4. Eventuell. Der macht mindestens 5, wenn er jetzt damit ein Basic rausholt. Stimmt, ja. Aber er hat halt schon 2 Forests auf der Hand, wenn ich es richtig gesehen habe. Das. Ja, ob das Forest? Wow, Snow-Covered Forest auch noch. Ja, 4 Schaden gibt man auf 6. Und das Fetch? War das mit dabei? Ja, das war schon dabei. Ja, kippt man dann auf 6. Bolt. Bolt. Ja, und ja. Ohne anzugreifen. Ja. Ohne anzugreifen, einfach ja. Disrespectful den Gegner nicht umgebumst. Ja, ist halt, wenn der Gegner ein bisschen hart mit seinen Reclaimern kämpft, weil das Deck braucht das halt. Die Reclaimer sind halt einfach Tutoren. Die sind einfach schon ziemlich gut. Crucial in dem Deck. Der spielt dann wahrscheinlich auch keine. Aber spielt der Knights? Weiß ich nicht. 1-2 vielleicht? Als naja. Debs-Spieler theoretisch, als naja Land-Spieler eher weniger. Diese Deckbox. Ja, dieses, also musst du überlegen, wie viel. Da ist einfach Tabernakel in einer Dragon Shield Pub-Box. Ja, egal. Bitte. Sideboarding. Was glaubst du? Also naja Debs nimmt eine Karte rein, Burn anscheinend 4. Ich würde davon ausgehen, dass es Ding werden. Bridges und Blood Moons? Bridges, Blood Moons und naja, Debs wahrscheinlich hier, alles kostet eins mehr. Es war ja nur eine einzige Karte. Eine? Eine einzige. Force of Vigor? Könnte sein gegen das Eidolon. Mm, ja, Eidolon und Blood Moon und. Da sind Leylines. Da sind literally Leylines auf der Hand. Okay. Stopp. Ja. Ja, jetzt. Ja, okay, jetzt damit kannst du auch arbeiten. Jo, das ist halt jetzt literally Mulligan auf 5. Ja, aber. Puh. Oh, guter Start. Und? Ja, noch nix. Guter da 2 hatte. Aber ein guter Knight ist es. Jupp, Knight of Autumn. Knight of Autumn ist ziemlich, ziemlich gut. Stimmt, der könnte im Sideboard sein. Ja. Aber mit Green Suns in Need? Vermutlich schon, dass das. Ich habe noch keinen Green Suns gesehen. Ja, ist auf der Hand. Ja. Gerade. Da wird geendet. Ja. Ja, stimmt. Die haben ja auch das weiße Removal bekommen. Ja. Ending und Swords ist schon literally ziemlich gut. Und der hat. Und neuer. Kein zweites Land gezogen. Und da ist ein Flex Suns auf der Hand. Zweites Land, das wäre so gut. Das ist ganz gut. Zweites Land wäre echt gut gewesen, aber man kann nicht alles haben. Ja, okay, man kann trotzdem gewinnen. Ne? Ja, früher oder später. Muss ja nur hart genug in die Fresse hauen. Ja, aber aktuell ist man schon sehr, sehr langsam. Also, immer mitten in die Fresse rein. Dann kommt jetzt der Ding Knight. Der. Look Knight of Autumn, der kann Leben geben. Weil die Verzauberung zu stören ist, glaube ich, nicht so relevant. Und macht halt. Nichts. Ein 3-Mana 4-3er ist halt immer noch eine 3 hinten und damit auch nicht so literally so gut. Ne, aber nimmt aber die 4 Leben bekommen ist schon ziemlich gut. 4 Leben bekommen und vielleicht mit dem Goblin Guide traden. Jo.
Ah, ich glaube, es ist aber noch kein Land, oder? Nee. Das sah für mich gerade aus wie ein Eidolon oder so. Ja, da kommt Chain Lightning. Chain Lightning. Dann zwei in die Fresse von dem. Leylines exilen aber nur beim Gegnerkollege. Das ist eine Titania, ja. Schon wieder? Ja, aber halt die Flip-Titania. Ach Gott, ja, die Melt. Ja, die Melt, genau. Guck mal, ob wir on-stream einen Melt-Pin bekommen. Ich glaube, hat der das Land überhaupt drin? Ja, hat er. Oh Gott, der schießt. Habe ich nämlich auch aktuell drin. Nur um zu melden. Ich will wohl da mal diesen Melt-Pin bekommen. Okay, ich glaube, zusammen sind die ziemlich ballsy. Ja, ist halt ein Riesending, was da kommt. Da ist ein Wasteland, das macht nicht so viel. Das kann dir vier Leben sparen. Bei Price, aber da der Burn-Spieler kein... Da kommt das Land. Warum schmeißt der Burn-Spieler alles ins Exile? Wahrscheinlich, weil er das falsch gesehen hat. Die Frage ist ja, von der Titania, wie viel kostet diese Titania? Das und die kostet 3 Mana, ist 3-4 Reach. Und immer wenn ein Land von irgendwer in den Friedhof geht, kriegt man 2 Leben. Was echt eine gute Karte ist. Fuck? Und zu Beginn des Versorgungsmoments, wenn 4 oder mehr Länder im Friedhof hat und man Titania, Voice of Gaia und Agroth, Sanctum of Nature, was man aktuell nicht hat, kontrolliert, dann exilt man beide und meldet die. Aber, okay, man versucht den Sneaky Move über Endurance. Auch möglich. Aber nicht so strong wie eine Titania. Die könnte halt jetzt schon so viel machen. Ja, dann kommt das Eidolon. Ja, jetzt ist nämlich zum Beispiel auch das Problem, er hätte theoretisch den Gegner wählen können und dem die Karten reinmischen können. Ja. Aber man legt sie drunter und will ihm eigentlich keine Balls geben. Ja, stimmt auch. Der Burn-Spieler hat nichts davon, wenn er Friedhofkarten hat. Doch. Ein Spell von denen, hier der 4 Schaden-Spell. Ja, der kann ja nicht gekontert werden. Ja, aber das stimmt ja nicht, dass der nichts davon hat. Ja, stimmt. Aber gekontert mit neuer Debs. Schon eher etwas seltener. Wieso blauen Blast könnte rumfliegen? Naja. Hat er die Moxe? Nee. Nee, ne? Naja, okay, dann. Nee. Sonst Duel, die Titania. Einfach nur Go. So interessant. Hat er ein Removal oder irgendwie? Oh, Force of Vigor. Ja, Force of Vigor wäre natürlich ganz nett für die beiden, aber macht das was? I don't know. Und noch ein Eidolon. Ja, gut. Das ist jetzt schwierig. Noch ein Endurance. Das war okay. Force of Vigor, ja. Ansonsten hätte man Force of Vigor halt super easy auch schön auf die beiden Eidolons klatschen können, ne? Aber zum Glück nicht passiert. Okay, die Eidolons. Das ist jetzt die Frage, wen die halt mehr tangieren, weil ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt ist so der Punkt, wo Burn da richtig Probleme mitbekommen könnte. Ja, weil es sich halt selber reinschlagen soll. Das sind halt 4 Schaden pro Spell. Ja. Green Sun für X gleich 4. 4, damit triggern die. Das heißt X gleich 3. Und ist die Frage, ob man hier jetzt einen Knight holt. Knight macht nicht so viel. Noch ein Endurance. Cool. Boah. Ich glaube, das ist wirklich die einzige Karte, ja. Die sind. Die Titania holen wäre halt cool gewesen, tatsächlich. Ja, aber die ist halt auf der Hand. Ja, das ist sehr, sehr schade, finde ich. Beat für 3. Schmeckt. Das kann man natürlich mit beiden Eidolon. Ich hätte auch beide Eidolon wahrscheinlich geblockt. Ja. Weil den 3-4er für einen 2-2er-Traden hätte ich genommen. Ein 2-2er, der jedes Mal 2 Schaden schießt. Ja, weil wenn du jetzt langsam hinten bist mit den ganzen 3-4ern an Bord. So schön wird das jetzt nicht. Immer noch kein Land, Alter. Kein zweites. Ja. Mein Burn braucht 3 Länder für die Comfortzone. Ja. Alles darüber ist okay. Ich würde jetzt einfach mal mit einem Eidolon angreifen. Ja, dann würde es halt den Trade anbieten. Ja, ich sag mal, wenn, dann kann man danach immer noch bolden hinterher. Ja, deswegen. Aber den Trade hätte ich jetzt auf jeden Fall genommen. Den Eidolon gegen Endurance. Definitiv. Aber das macht jetzt hier gerade gar keinen Stich.
Naja, es wird halt jetzt immer weiter auch nach hinten fallen, tatsächlich. Ja. Vor allen Dingen, der hat noch 16 Leben, das ist halt auch so viel live. Ja. Das ist wahr. Die Frage ist halt vom Leben her, wen tangiert es mehr? Wer kann mehr Burst-Schaden raushauen? Und ich glaube, vom Burst-Schaden her, wenn Burn ein paar Länder ziehen würde, wäre Burn vorne. Aber die Eidolons verhindern ja selbst das. Ja, ja, selbst das. Also der, also selbst wenn der 20 Leben hätte, würde ich sagen, mit Burst-Schaden bringt er sich trotzdem vorher selber um. Ja. Ja, aber sonst. Ich meine, vom Prinzip her versucht Nihilabs ja irgendwie Dabs zu machen. Was ja traditionell gut ist gegen Burn, oder? Ja, die haben halt höchstens Dead and Gone, ne? Ja. Was macht? Halt zwei, beide Eidolon rein. Halt einfach beide Eidolon rein. Beide in einen. Da kommen halt 6 Schaden angeflogen. Ja, die kann man nicht nehmen. Oder ein Eidolon und den Goblin Garden lasst das Eidolon sterben, aber. Ja, das ist, entscheidet ja leider der Gegner. Stimmt. Aber so oder so muss da vom Prinzip her die 6 Schaden kannst du nicht nehmen. Nee. Dann bist du 4 Spells vor Tod. Also, nee, 2 Spells vor Tod. Mhm. Das kannst du nicht nehmen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das macht hier keinen Sinn. Ja. Prinzipiell vom Matchup würde ich sagen, ist Dabs schon vorne. Mhm. Weil man hat halt diese Midrange, ich würde schon fast sagen, Maverick. Style. Blockt beide. Lol. Oh. Lol. Afterblocks, bam bam. Ui. Klatsch, klatsch. Krass. Hoppala. Krass. Die Titania. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Interessant ist, sie kann ja nicht so wirklich flippen, wa? Also sie kann ja nur flippen, wenn 4 oder mehr Länder am Friedhof sind und man das Land hat. Und dadurch, dass das mit den Ländern im Friedhof aktuell schwierig ist. Ja, und die war was für ein Body? 3-4 Reach. Also auch nicht klein. Vor allen Dingen auch wieder 4 hinten, ne? Ja. Da wird ein Monster-Potenzial gespielt. Ich war einmal. Dunamals. Squads. Swords, Green Suns. Jo, und die triggert nicht bei dem, wenn Land in den Friedhof geht. Korrekt. Vollkommen korrekt. Also im Endeffekt ist der Drakkar einfach nur ein 3-2er mit 3-4er mit Reach. Ja, das stimmt. Stimmt, das ist Triom. Ich meine, man muss ja halt immer noch Angst haben vor Price of Progress. Ja. Price of Progress plus Rift Bolt sind aktuell 11 Schaden. Das tut schon weh. Ja. Wie ein Mann jetzt die 6 Damage nehmen. Einfach nur härter zurückschlagen. Ja. Beat him harder. Genau. Nächste Frage ist 5. Ja, das reicht sogar. Theoretisch. 3 Schaden. Der 2 durch den Angriff von dem Goblin Guide. Ja, okay, jetzt nicht mehr. denselben Trick nochmal, denselben Trick nochmal. Dann hätte ich wahrscheinlich trotzdem die Titania gekillt. Boah. X gleich 3. Was hat man jetzt für 3 noch drin? Bin ich gerade eben schon nichts mehr gefunden für 3? Ich glaube auch nicht. Sind da noch Knights drin? Was? Noch ein Alter. Nummer 4. 4 Endurance, aber kein Knight of the Reliquary. Was ist das für ein Deck? Naya Reclaimer heißt es, glaube ich, by the way. Ja. Naya Endurance driftet eher. Das ist schon wieder ätzend, dass man kein Land für den Eidolon. Das hilft nicht so viel. Das nicht so geil. Mm-mm. Auch hier wieder irgendwann mal ein Land ziehen wäre halt cool. Ja, ja, vor allem, wenn man halt so Sachen hat wie die Bridge oder so. Mm. Auf der Hand halt für 3 Mana 4 Damage auch ziemlich gut. Und ich glaube, es gibt keine Möglichkeit für Direct Damage von
Also ein Cycle. Cycle, das ist Cycle. Interessant. Mhm. Interesting. It's this time of the year. Beat für 6. Boah. Ich glaube, hier musst du blocken. Das Problem ist, du bist halt jetzt so weit hinten vom Damage. Du hättest auch einfach sagen können, du nimmst den Damage, boltest den Gegner in der Endstep, gehst mit dem Goblin Guide hauen, dann wäre er jetzt auf 8. Dann ist Eidolon, dann kann er nichts richtig casten. Du hast immer noch einen 2-2er und hast immer noch 4 Damage auf der Hand. Mhm. Da du einfach versucht, das Race zu gewinnen. Ja. Weil das, haben wir schon festgestellt, echt schwierig ist. Vor allem ohne Price of Progress. Ja, das ist halt auch irgendwie so, das durchzukalkulieren in dem Moment. Ja, das ist halt die Kunst von Burn. Burn ist hier tatsächlich der Künstler des mit minimalstem Aufwand maximalen Damage rausfahren. Mhm. Das ist die Kunst des Burn-Spiels. Mhm. Das ist ein Fireblast und ein Blood-Moon. Nee, das ist ein Fireblast und ein ach, hier Fire Lava Spike. Das war ein Lava Spike. Nee, 3 Mana, 4 Schaden zu. Ja. Fällt der Name nicht ein. Mit der Karte, die du angesprochen hast, die aus dem Friede fand. Ja. Leute werden es 100% schon irgendwo da geschrieben haben. Noch ein Once Upon a Time. Da kannst du nur Leute, wie Swords und Ebenen. 5, 7. Ja, man hat halt immer noch das Wasteland auf und man hat immer noch Wasteland sein eigenes Land und damit kann man nicht über Price of Progress das leisten. Das ist Umf. Das war jetzt einfach unlucky, weil halt Karl kein Land mehr kam. Das war. Da hätte einen Leyline einfach. Wie heißt der nochmal? Exquisite Firecraft. Genau, das Firecraft ist es. Juti, dann gehen wir ins 1-1. Interesting. Da wird noch mal ein bisschen mehr gesideboardet tatsächlich. Das darf Burn auch anfangen. Ja, das stimmt. Burn darf anfangen und das kann halt echt dadurch mal einen fixen Start. Leyline. Leyline ist halt. Leyline ist gegen Devs halt ganz nett, aber halt. Man hat jetzt gesehen, er hat die Zephalin Reclamation oder wie heißt drin gehabt, die Karten vom Friedhof wiederholt mit Mana-Kosten von 3 oder weniger. Savines Reclamation. Ja, genau. Ja, die macht halt auch Sinn. Ne? Sind drin, das ist ganz nett. Ja, das könnte auch sein, dass das eine Sideboard-Karte war. Also die Sideboard-Karte war oder Mainboard. Hm. Ich weiß nicht mehr. Ist halt meistens eher eine Sideboard-Karte, außer du spielst Mentor. Ja, ist halt hierfür, wenn man wirklich mit 4 Endurance und der Titania spielt und man halt wahrscheinlich nur eine Titania drin hat. Pff, das stimmt. Ja, stimmt, die kostet nur 3. Ich hab die irgendwie immer als 4, als 4-Drop im Kopf. Caracas, was drunter gelegt wird. Und Once Upon a Time, was gegen Leyline anstecken muss. Zack, Goblin Guide. Swift Spear. Schlägst du dich selbst? Jetzt Goblin Guide hinterher, Bolt irgendwie ein Reclaimer oder so und dann erstmal für 4 richtig schmackhaft in die Fresse. Ja. Da ist wieder Titania. Boah, da war glaube ich auch nichts Vernünftiges bei. Ne? Titania und Forest, glaube ich, zum Picken. Ich finde die Titania echt beeindruckend, aber halt gegen Leyline macht sie halt nicht wirklich viel. Nö. Nee. Swords kannst du nicht nehmen. Ist die Frage, ja, eigentlich willst du das Swords nehmen, das stimmt schon. Musst du praktisch. Titan. Genau. Länder hat man anscheinend genug. Kann man in dem Deck von ausgehen, ja. Ja, normalerweise sollte man das denken, richtig. Dann Fetch, Shuffle. Dude? Oder. Green something. Die Ebene ist zumindest auf der Hand, zumindest die Snow Covered. Ich weiß nicht, ob man eine normale Ebene spielt. Auch Duel. Teig. Ne, Tundra. Ne. Savannah, so. Immer wieder beeindruckend, wenn unser Nidep-Spieler tatsächlich Duels raussucht. Da kommt ein Reclaimer tatsächlich. Yes. Oh, jetzt wirklich gut. Goblin Guide, Bolt in Reclaimer.
Und dann auf Trespass. Schwing weiter. Fetch. Vom Prinzip her. Würdest du ihn wirklich in der ersten Runde spielen, den Reclaimer? Wann sonst? Ich habe das Gefühl, man kann sowas auch später spielen, der Hoffnung, dass halt er dann einfach 3-4 ist und es überlebt. Wenn der Leyline liegt? Ja, schon auch wieder. Das wird schwierig. Auch einfach wieder, er bleibt einfach für immer 1-2. Ja, außer du hast halt sowas, was die wegbekommt, aber. Riftbolt. Kannst du aber trotzdem angreifen. Ja. Das sind nur 1-2. Ja, aber nur mit einem, genau. Ja, nur mit dem, dann offerst du den Trade. Swords. Ah, nicht gut, nicht gut. Nicht so schön. Auf der anderen Seite macht Swords halt. Ja, wobei Rift Bowl. Das ist schon eine Menge Damage, was da kommt jetzt so langsam. Wie überlegt man da jetzt noch? Ich glaube, ob man den sterben lässt oder ob man den braucht. Ja. Nee, den Damage haben wir schon genommen. Ach so. Es geht dabei, glaube ich, eher um das Force of Vigors auf der Hand. Ob du dort jetzt. Boah, ist das das wert nur für die Leyline? Boah, ich weiß es nicht. Scheinbar schon. Krass. Nur für die Leyline, okay. Krass. Ja, 2 Handkarten für eine Handkarte. Ja. Dann draw. Ebene, Swar, Anne, Wasteland. Sieht die Leyline sich selber sterben? Nein. Selbst wenn wäre es. Also, sie sieht sich selber sterben, ja, aber sie wird selber nicht exiliert. Ja. Also, sie exiliert ja nur beim Gegner. Stimmt. Ja. So wie er sie gespielt hat. Ja, ja, hat sie auch bei sich selber exiliert. Hat anscheinend Go gesagt. Ja. Ist die Frage, du kannst halt Wasteland hier eigentlich relativ safe in den Reclaimer reinopfern. Ja, würde ich auch machen. 3 Länder müssen im Friedhof sein. Ja, ne? Das ist zu viel. Also ich würde dir auf jeden Fall auf den Reclaimer schießen. Ja. Eigentlich. Jeden Fall auf den Reclaimer. Ja, der wird dann aktiviert. Und das raus. Holt sich vermutlich eine Flagstones. Jo. Oder Forest. Forest für die Damage-Minimierung. Ja, stimmt, die Ebene hat man schon auf der Hand. So, und dann ist hier die Frage, was noch passiert. Du hast jetzt 4 zum Hauen. Potenziell mehr. Interesting. Ja, das ist also intakt. Bevor der Rift Bowl kommt, enttappbar ist. Yes. Dann hat man immer noch schon Damage drauf. Eilon hinterherziehen. Ja, das klingt ganz geil, weil wenn ja. Wir dann committen. Dann für 4. Jo, das klingt solide. Auf 12, da prügeln natürlich schon 4 rein. Nächste Runde sind dann im Zweifelsfall 6 Schaden, die da liegen. Also 5 plus vielleicht noch ein Trigger. Titania, erstmal 2 Schaden. Wie nett, Christian sagt selber den Trigger an. Ja. Boah, die ist 3-4. Ich meine, man kann ja auch einfach Gesichtsmassage machen. Riftbolt Suspend. Man könnte jetzt auch eine Runde warten vor dem Angriff. Also wirklich nächste Runde dann so bam, 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 alles reinwerfen. Ja. Das klingt mir irgendwie nach einem Plan. Das ist halt die Frage, was man auf der Hand hat. Ne? Ich meine, da fliegt da auch immer noch der Swords auf der Hand rum. Yes.
Deswegen kann man jetzt eigentlich mit dem Damage Output auch nicht mehr so rechnen. Da geht wahrscheinlich da ist das Eidolon. Halt noch ein Spike auf der Hand. Ja, dann kannst du ja theoretisch mit dem Swift Sphere und dem Dings angreifen. Ja, musst du halt. Na, oder du wartest die Runde. Dann hast du 3-6. Dann ist er nächste Runde auf jeden Fall Toast. Wenn er den Dings. Doch, der ist dann Toast. Wenn der jetzt wartet, dann kommt 3 durch den Rift Bolt. Und wenn er da, egal ob er Sword spielt oder nicht, er kriegt auf jeden Fall 2 Schaden durch das Eidolon. Ja. Seine Sword hat seine eigene Kreatur. Ist auch legitim. Oh, Wastelands sind auch 4 Leben. Ja. Das wird jetzt echt knapp. Und Double Swords. Ah, natürlich, das ist natürlich kritisch. Rift Bolt auf dich. Gesicht. Dann 2 Schaden. Tap, Draw. Und hat, wie gesagt, noch den Lava Spike und ein Bolt. Lava Spike und Bolt. Wow. Puh. Das Spike war kein Instant, ne? Nee. Den Bolt als Sorcery. Aha. Ja, ist egal, ist Liefel. Dich. Ja, er stirbt auf den Swords, auf das Swords stirbt er. Ja. Es ist egal, was er macht. Auf den Trigger von Eidolon stirbt er. Ja. Mal. Na, wobei. Kann sich jetzt echt eine Menge Leben machen. Ja, aber wie? Der muss ja das Swords auf den Stack legen. Ja, kann der hat es noch ein Leben. Die Titania gibt 2 Leben. Stimmt, für die Titania ist ja jetzt active. Yes. Uff. Nein, du musst mit dem Eidolon angreifen. Nein, du musst mit dem Eidolon angreifen. Weiß er ja nicht. Okay, er kennt den einen Bolt. Er kennt das eine Swords und... Ja, mein ich ja. Ich glaube, hier ist auch nicht bekannt, wie die Titane funktioniert. Weil Block hier, Mana in Pool, Wasteland, Swords des Eidolons, Swords den Goblin Guide. Uff. Ja, Block ihn, erstmal Trigger. Erstmal Trigger oder hast du ein Ding? Auch ziemlich gut. Uiuiuiui. Boah, das ist knapp. Boah, das ist wirklich knapp. Wenn er jetzt mit dem Wasteland muss er dieser Mana nehmen. Dann kriegt er 2 Leben. Dann schießt er das Eidolon tot, verliert 2 Leben. Das kann er alles im Block machen. Dann ist er trotzdem tot. Ja, 2 Swords. Ja, den muss er aber dann auf den Dings werfen. Ja, aber er killt doch erstmal das Eidolon. Und kriegt für das 2. Swords kein Damage mehr. Achso, er hat ja noch das 2. Ja. Genau, Wasteland, Trigger. Er kriegt ja 2 Leben, natürlich. 4 Leben. Yes. Mit dem weißen Swords ist Eidolon. Bist du auf 3. 15. Und jetzt Swords des den großen Dude. Den 3, 4, ja. Dann stirbt der auch noch. Dann ist der Exalt, ja. Dann ist der tot geblockt. Und jetzt Fireblast, oder? Der hat ja noch eine Handkarte. Ja. Ending, go. Jetzt muss er ja nur einen Bolt top decken. Yes. Oder hat ihn schon auf der Hand. Bolt. Der Top-Deck des Todes. Sehr, sehr cooles Spiel. Wirklich, wirklich cooles Spiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.